Frau, die Wiege des Lebens. Aus dem Schoß der Frau entsteht jeder Mensch und damit geht eine Verantwortung einher, die man gar nicht in Worte fassen kann. Wie sich die Gesellschaft entwickelt und wie die geistige Evolution der Menschheit voranschreitet, das ist direkt von der Frau abhängig. Egal ob ihr es für euch persönlich tut oder für die gesamte Menschheit, euch zu entwickeln, eure Blüte zu entfalten und einen Zugang zu echter Liebe zu euch und damit zu allen zu finden, das ist oder das sollte eine große Bedeutung in eurem Leben haben. Das Leben mit bedingungsloser Liebe zu leben, das ist erfüllend. Und der Zugang zu bedingungsloser Liebe, da geht einher mit Akzeptanz und auch der Freiheit von Gedanken. Ihr müsst bereit sein, euch zu akzeptieren und euch von der Bewertung anderer Menschen zu lösen. Und das ist dann Freiheit. Eine starke Frau, das heißt nicht blind einem Dogma zu folgen und in Latzhosen und kurz rasierten Haaren Gewichte zu stemmen. Eine starke Frau bedeutet einen gesunden Zugang zur universellen Liebe und ja, und damit eben auch zum Universum selber zu finden und ja, und selbstbestimmt und freiheitlich zu denken und auch zu leben. Ein paar Freundinnen von mir haben einen Kongress zum Thema Frauen gemacht und dieser Kongress versucht euch täglich mit Interviews und Informationen den Zugang zu dieser Stärke zu zeigen. Man kann kostenlos täglich diese Videos und auch die entsprechenden Informationen abrufen und ja, für jede Frau, die noch Inspiration außerhalb zum Beispiel meines YouTube-Kanals, aber auch anderer YouTube-Kanäle und Informationsquellen braucht, für diese sollte dieser Kongress auf jeden Fall wieder neuen Input bereithalten. Auch gerade weil hier geballt sehr viele Menschen zu Wort kommen, die aus ihrer jeweiligen Sicht und mit ihrer Persönlichkeit eine viel größere Chance haben, eine große Masse an Frauen zu erreichen als ja, nur eine Person. Solltet ihr euch diesen Kongress anschauen wollen, dann findet ihr den Link dazu unten bei mir in der Infobox. Und ich wünsche euch viel Freude, viel Inspiration und viel Information bei diesem Projekt. Lasst ja, die Liebe euch durchfluten und treibt die Welt mit eurer Anmut und ja, Empathie in neue Sphären der Menschlichkeit. Ihr seid die Zukunft und ja, der Himmel auf Erden. Amen. Ja, ihr seid die Schönheit der Natur und auch die Reife der menschlichen Fruchtbarkeit. Die Frauen sind durch die Möglichkeit Leben zu schenken, der Schöpfer der Liebe und diesen Zugang zu leben oder wieder neu zu finden, darin liegt der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute auf der Reise zur universellen und zur bedingungslosen Liebe. Euer Christian.